Oh, und damit willkommen zurück zu Warzone. Ja, gleichzeitig kann ich euch mal hier sofort zeigen, wieso wir die Biotoxin Trucks hier brauchen oder gebraucht hätten. Erstmal unsere Mutanten hier befreien. So, warten wir. So, das ist unsere Verstärkung. Los, GI, komm mal her. Zack, zack. Erst mit der Mutanten muss man hier alles frei machen. Aha, aha. Weg damit. Auch kein Mensch. Na, kommt der Grenadier noch oder lässt auf sich warten? Ja, ein bisschen immer so tackenweise vorgehen. Die GI soll ja die anderen Mutanten angreifen. Aber sobald wir ihn hier verlieren, Mission fehlgeschlagen. Man kennt's. Man kennt's ja. Geht sich das mal rein. Normalerweise ist hier noch ein Raketensilo. Normalerweise. Ja, warum wir das hier nicht zur Verfügung stehen haben, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise ist das in dieser Mission, wenn ihr das in Classic TS spielt, steht ja ein Raketensilo. Und die Trucks kommen dann nachher dazu, laden dann ihre Kisten ab. Dann habt ihr eine Steuerrakete, beziehungsweise eine chemische Rakete. Hätten wir gut gebrauchen können. Also wie es der Zufall natürlich wieder möchte. Das, was Warzone angeht, ist einfach nur zum Kotzen. So, dann nehmen wir uns mal die Kraftwerke. Und bau die auf, wir haben mehr Zeit. Und dann? Oh. Also an Zeberium soll es uns hier echt nicht mangeln. Deswegen bauen wir gleich zwei Stück davon. Da packen wir mal auf eins. Ja, normalerweise ist diese Mission auch sehr schnell zu beenden. Ist aber leider nicht möglich. Die baue ich jetzt nur zum Schutz. Indem man, sag mal, hier viele Einheiten baut und dann rusht man den Gegner zu Tode. Und zwar ist die Basis, die wir angreifen müssen, hier oben. Mal reparieren. Brauchen wir sofort ein paar Sammler, weil wir mit zwei großen Tiberium-Felder aus für ein Geld hier machen können. Das ist ja der Wahnsinn. Der Do-Kollege kommt mal oben hin. Bauen noch ein bisschen Basisverteidigung hier rein. Wir kommen mit hier hin. Hier kommen wir hier hoch. Construction complete. New construction options. Artilleriebombe, 10 Stück. Die schicken wir sofort hier hin. So, drei Sammler. Oh, wir bauen zuerst die Sammler. So, der kommt mal hier hoch. So, wir brauchen jetzt das Forschungszentrum, also dieses Tech-Center, um die Teufelszunge zu bauen. Und die Teufelszunge hier in diesem Spiel ist brutal. Die ist wirklich brutal.
durfte auch schon in manchen Missionen Bekanntschaften damit machen. War nicht witzig mit dem Ding. War echt nicht witzig. Sehr, sehr stark. Ist auch denen zu verschulden, dass die Balance in diesem Spiel, also auch dieser Flächenschaden, wovon nochmal gesprochen wurde. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat, keine Ahnung. Wir wurden darauf angesprochen, warum die Teufelszunge gegen Titan so dermaßen stark ist. Hier kommt man hier hoch. Hier kommt man hier hin. Jetzt landet hier. Ach so. Ja, ihr macht das schon. Aber ich warte, bis hier genug Artillerie steht. Und der hat ja schon mal ein bisschen mehr bauen, damit die auch hier runterfahren. Ja, GDI kommt auch mal ab und zu vorbei. Komm mal mit. Brauchen mehr Geld. Daran soll es auch echt nicht mangeln. Etwas hell. So, bleib mal hier. Fabrik bauen. Ein bisschen Basisverteidigung hier auch wichtig. Und bevor wir jetzt hier diesen Großangriff machen. Wenn das schon so anfängt. Hoffe, wir kommen da jetzt rein. Ja, das hatte ich vorhin auch schon gehabt. In der Testrunde. Das war so lustig. Mutanten sind angeblich unsere Freunde, wir töten sie trotzdem. Kannst du dir nicht ausdenken. Auf jeden Fall ist das hier vorne. Ja, greift euch an, ist mir scheißegal. So, bauen wir es mal genug. Kommen dann hier vorne hin. Wenn wir kämpfen Mutanten gegen GDI und wir töten ab und zu die Mutanten, wenn sie bei uns reinkommen. Naja. Kann man halten, was man will. Hier, die gehen auch wirklich vor, wir sehen die mal. So, die Teufelszunge, wir müssen jetzt genug Waffenfabriken bauen. Wie in jeder anderen Mission ja auch. Tschüss. Kann mal zeigen, wie... Ach, jetzt geht's nicht. Nicht Zugänge zeigt mit den der Teufelszunge gegen Titan. Teufelszunge gewinnt. Ja, entschuldigt. Huch. Genug Potenzial zum Zerstören, aber da werden wir sowieso nicht hinkommen. Gucken, dass wir irgendwo hier vorne rauskommen. Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Kraftwerk wäre mal gut. Wird schon sehr, sehr schnell gebaut. Ernsthaft? Sind ja auch am Sammeln, die Blöden. Zack. Zack, nächste. So viele Teufelszungen bauen, wie wir nur können.
Also ich hab's getestet, es reicht auch mit 10 Stück, aber pff, wenn wir schon so viele bauen können. Geld muss weg. So, kommt mal her. Kommen wir auf 1. Fahrt mal dahin. Wollt nicht alle mit, fing an zu ruckeln. Finde ich gut. So, hier ist das Ziel. Und mit den Teufelzungen reicht das, glaube ich, voll. Da kommt noch mehr. Bitteschön. Das war's. Ja, normalerweise kannst du die Mission noch schneller beenden. Ich sag mal so, der Nachteil an der Warzone-Mod ist einfach, die Vulkantürme sind sehr, sehr stark gegen Infanteristen. Ich habe schon mal ausprobiert, den Infanterie-Rush zu machen. Er ist fehlgeschlagen. Und sobald man dieses Gebiet gesichtet hat, kann man diese chemische Rakete draufschmeißen. Dann hast du auch sofort gewonnen. Dann brauchst du nicht so lange. Naja, so geht's auch mit Teufelszungen. Sehr schön. Würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bis dann.